Bestärkung. So, ich war dann hier. Ja, also. Ich habe wieder einen großen Schritt gemacht dann. Ist halt echt, dass sich das jetzt dann mit den Ballen ausgeht, der Traktor. Wenn sich dann natürlich noch ein Mähwerk ausgehen wird. Dann hätte das einen Mehrwert. Aber ja, jetzt merkt man schon, dass was weitergeht. Da haben wir überlegt am ersten Abend, ich glaube, da haben wir. Weiß gar nicht, da haben wir, glaube ich, das halbe Feld nur gemacht. Ja. 3-0. Hast du noch viel? Gut, es geht. Kleine Stückel noch.
So finde ich den Schwader halt echt genial. Das müsste in groß gehen. Wirklich, das wäre ganz genial. Gibt's nicht? Aber nicht. Was wüsste ich kann. Uhren? Naja, breiter gibt schon welche. Ja, breiter. Aber der auf einer Seite zusammenlegt. Ach so. Sonst hängen sie es ja immer in die Mitte. Mhm. Ja. Und so, wenn du es immer nach links legst, dann kannst du immer nur unten fahren. Also quasi ist immer auf einer Seite. Sobald es in der Mitte ist, wenn du es dann nochmal auf eine zweite Spur legen, müsstest du ja quasi die Hälfte vom Spader nehmen. Wenn du da eine Hälfte ja drüber fahren müsstest über diese Spur. Aber kann man das nicht einstellen bei die Schwader, wo sie es hinlegen sollen? Nein. Und wenn er die Kreisel links und rechts hat, dass es in die Mitte geht, muss er nicht einstellen. Ja, stimmt. Kleines Feld haben wir noch. Fertig. Fuck.
Ja, Sturm 3-1. Wenn das mit Schwader zusammenklickt, wird jetzt aber trotzdem schneller voll. Wie fasst denn du jetzt? War da geöffnet ein, oder was? Das sind die Spuren, die ich gefahren bin mit dem neuen Mähgerät. Die fahre ich jetzt nach. Achso, die fährst du ab. Fahr quasi bis dorthin, okay. Sorry, hätte ich call outen sollen. Ja, ich. Aber ich jetzt damit gerechnet, dass du nämlich in meine Spuren hast, so geht's natürlich. Wobei ich glaube, zusammenlegen ist besser. Glaubst? Müssen wir mal testen. Aber ich fahr dann. Ich fange jetzt einen neuen Fallen an. Das jetzt zusammengelegte darfst du aber nicht rechnen. Weil ich habe ja schon 10 Spuren zusammengelegt jetzt. Ach so. Wie gesagt, ich lege ja alles immer nach links. Ja, alles das zusammen, ist ja. Erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe. Mhm. 4-1. Geht doch kein 4-1. War sagt nein. Ja, genau. War sagt nein. War sagt Hand war dran.
Ich glaube, ich werde dann eh eine neue Spur legen. Ich glaube, dass die schon zu groß dann wird. Das könnte natürlich sein. Da werde ich wahrscheinlich immer mehr durchfahren müssen. Ja, nicht zu breit, ich meine zu hoch dann, weißt du? Ja, eh. Ja. Jetzt mal überlegen, wie ich da. Du fährst sie erst innen, dann die Spur mal. Wenn du willst, könntest du das Ganze innen das zusammenlegen. Aber macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Ja, das, was du gemäht hast, macht jetzt keinen Sinn, weil das ist fast gleich breit. Ja. Aber wenn du das da innen machst, kann ich vielleicht jetzt von innen nach außen das legen und dann lege ich es trotzdem noch eine Spur zusammen. Dann muss halt die Spur wahrscheinlich zweimal fahren, aber ist ja wurscht dann. Ja, eh. Nach zwei Runden. Genau. Und wenn ich das jetzt zusammengelegt habe, fange ich gleich an zum Einsammeln. Was zum Einsammeln? Ja, die Ballen. Achso. Und zum Wickeln. Wie viel haben wir schon? 20. Ob sich wirklich 60 ausgehen? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil wobei, das ist viel, was du da eben legst. Aber wir haben noch viel vor uns, also. Ja, stimmt. Wir haben halt noch nie so viel abgemäht, muss man auch sagen. Stimmt. Wir haben nie das Ganze eigentlich abgemäht. Oh ja, ich glaube einmal beim ersten Durchlauf. Aber da haben wir halt noch viel mit dem Ladewagen auch verkauft. Ja, und ich glaube, da haben wir es dann nicht ganz gemacht. Ich glaube schon, unten den Hügel haben wir schon gemacht. Oben aber nicht komplett, glaube ich. Na gut, oben haben wir es jetzt auch nicht. Aber ja, man merkt halt schon richtig jetzt einen Fortschritt. Ja.
der Effizienz, dass die besser wird. Ja. Man, jetzt im Nachhinein überlegt, vielleicht sind wir auch zu spät auf das Mähwerk gegangen, weißt du? Mhm. Vielleicht hätten wir sagen sollen, okay, wir hätten das Mähwerk statt dem Wickler holen sollen. Oder vielleicht generell ganz am Anfang erst aufs Mähwerk, bevor wir noch überhaupt auf die Presse oder so gehen, weißt du? Mhm. Um einfach schneller zu mähen. Ja. Weil es auch schneller Geld im Endeffekt. Genau. Der hinterher gearbeitet werden kann. Zusammensammeln musst halt vielleicht schauen, dass es bis hell wird, dass du dann besser siehst. Ja gut, ich brauche eh noch ein bisschen. 300 oder so muss ich noch fahren. Ich versuche das wirklich jetzt auf eine Spur und dann fahre ich nochmal über diese eine Spur drüber, mhm, damit es wirklich schön zu einer Spur ist. So. Zur Runde werden. Da wird ganz schön hoch. Die Ecke zum Felsen rauf ist halt nicht so schön, mhm, weil das so schräg halt ist.
Also. Geh nochmal aufs Toilette und dann wird eingesammelt.